tierische Notnahrung? Au! Wie viel Schwebstoffe da rausgefiltert werden? Da verliert man jegliche Hemmung, ihr könnt es mir glauben. Ich will nur sicher gehen, dass wir heute Nacht nicht überrascht werden. Sorry, musste sein. Ein krönender Abschluss, anders kann ich nicht sagen. Hey Leute, ich bin's Fritz, im Hintergrund brennt ihr auch gerade aus der letzten Folge. Wer die nicht gesehen hat, schaut mir in die Videobeschreibung. Wir sind mittlerweile am 6. Tag unterwegs, ja, mit der G-Klasse, mit dem Prepper-Van von Martin. Ich würde sagen, legen wir direkt los. Vorher möchte ich aber noch der Gaming-App Raid Shadow Legends danken, die dieses Projekt hier unterstützen und Sponsor des Videos sind, damit ich weiterhin gute Videos für euch produzieren kann. Leute, ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich glaube ich auch so ein krasser Ork. Ich meine, roter Bart, das passt schon. Raid Shadow Legends ist ein ganz neues RPG-Spiel mit spannender Geschichte, fantastischer 3D-Grafik, riesigen Bosskämpfen, PvP-Schlachten mit mehr als 400 Champions, die man sammeln und individuell aufbauen kann. Und das alles auf dem Handy. Es gibt verrückte Schlachten und die Figuren haben wirklich tolle Details. Und wisst ihr, was das Beste ist? Es ist kostenlos zum Herunterladen. Schau dir mal das Ranking im App Store an. 4,7 von 5 Sternen mit über 4.500 Bewertungen. Ich habe euch wie immer alle wichtigen Links und Infos zum Spiel unten in die Videobeschreibung gepackt. Lade dir Raid über meinen Link herunter und du erhältst sofort 50.000 Silber und zusätzlich einen kostenlosen Champion. An dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an euch da draußen für euren Support und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir wollen uns heute ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich, wenn die Vorräte aus dem Auto aufgebraucht sind, ja? Wenn das Wasser alle ist, wenn die Nahrung alle ist. Das heißt, so ein bisschen improvisierte Techniken, um Wasser zu filtern, aber auch das Thema tierische Notnahrung. Und als allererstes packe ich mir jetzt in die Tüte von gestern ein bisschen Kohle, ja, aus unserem Lagerfeuer, denn die werden wir gleich noch gebrauchen können. Na, hier haben wir ein richtig großes Stück. Was wir haben wir, sage ich immer. So, das sollte reichen. Wir haben jetzt den kleinen Beutel voll. Martin packt gerade seine Standheizung noch zusammen. Und dann werden wir uns auf den Weg machen und mal, ja, ein bisschen ein kleines Gewässer aufsuchen. Eine Wasserquelle, was auch immer. Ich weiß noch nicht, was wir finden werden. Und dann werden wir mal einen improvisierten Wasserfilter bauen. Leute, ich brauche auf jeden Fall ein anderes Ordnungssystem. Das ist ja kompletter Müll. Das ist so das Nächste, was ich auch beim Umbau in Angriff nehmen werde. Ich brauche mal kurz das Multitool, denn ich habe mir noch was überlegt. Und zwar haben wir in einer der ersten Folgen, ich glaube Folge 2 war das, ja ein bisschen was gelootet. Und ich habe jetzt hier hinten noch ein Stück Draht gefunden. Also ich weiß nicht, ich glaube das sieht aus wie so ein Klingeldraht oder von irgendeiner Funk-sonst-was-Anlage. Davon werde ich mir jetzt ein Stück abzwacken, damit ich nachher den Wasserfilter vielleicht auch irgendwo aufhängen kann. Einer der wichtigsten Sachen in der Katastrophe ist natürlich Looten. Ja, also zu gucken, was habe ich für Materialien und wie kann ich die vielleicht improvisiert verwenden. Und natürlich auch die Skills, also die Fähigkeiten, wie benutze ich dann das Material. Ja? Wie mache ich ein Feuer mit improvisiertem Material an? Wie baue ich mir eine Unterkunft und diese ganzen Sachen? Ihr kennt es. Ja? Das ist mein Metier, das macht Spaß. Die Idee zum Wasserfilter kam uns übrigens spontan, denn... Ja. Das ist jetzt alle. Also wir hatten ja vorher, ich habe es auch vor 3 Tagen schon mal gehabt, da war der Kanister schon mal alle. Habe aber mit PET-Flaschen einfach nachgefüllt, weil das ist mein Brauchwasser von hier oben. Nun ist das aber auch aufgebraucht. Ja, und jetzt brauchen wir tatsächlich wirklich Wasser. Also wirklich, wirklich, wirklich. Es wird eng. So, da drüben haben wir ein kleines Flüsschen und wir haben ja geländegängige Fahrzeuge. Das heißt, wir können ja sogar bis ranfahren. Nee, klar. Zeckenwiese, aber halbwegs klares Wasser, fließendes Wasser. Was natürlich trotzdem noch gefiltert werden muss, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Ressource, eine ganz gute Quelle. Sieht gut aus, wirklich. Ja. Aber du siehst halt, ne, das ist, muss definitiv durch den Filter, ansonsten kannst du dich da ganz schnell... Ja. Also am besten wäre natürlich generell, wenn man irgendwo eine Quelle hat, die aus dem Berg rauskommt, aber schaut euch bitte um. Ja, wir sind nicht in den Bergen, also müssen wir improvisieren. So, wir nehmen eine alte Flasche, dann nehmen wir mal noch das Multitool als Werkzeug und dann hatten wir hier noch uns den Draht mitgenommen.
So, gehen wir mal etwas in den Schatten. Also, man könnte jetzt natürlich anfangen, hier zum Beispiel irgendwie Stoff zu nehmen oder sowas, aber ich würde sagen, wir bauen mal nur einen aus natürlichem Material im Inhalt. Also die Flasche nehmen wir natürlich schon, aber wir arbeiten gleich mit Sand, Gras und mit der Kohle, die wir uns mitgenommen haben. So, wir haben unsere Flasche und schneiden jetzt, würde ich sagen, auf der Höhe ab, dass wir nämlich gleich ein kleines Gefäß haben, was wir dann runterstellen können. Mani, was sagst du auf der Höhe? Ja, absolut. Ja? Gut. Ja, 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 ja. Das funktioniert. Scharfes Messer wäre auch nicht schlecht. Sehr gut. Das nehmen wir gleich als Gefäß zum Drunterstellen. Das hängen wir gleich drüber auf. Und wollen wir jetzt hier unten ein Loch reinmachen oder den Deckel komplett ab? Ich glaube eher ein Loch, oder? Dass es nicht zu schnell abfließt. Das ist zu groß, die Öffnung. Also ich würde da ein kleines Loch reinpieken. Und wenn du gerade dabei bist, machst du hier rechts und links auch noch zwei Löcher? Genau, für die Halterung. Genau. Dann. Kleiner Tipp, ich würde jetzt nicht hier das Loch reinmachen, sondern ich würde den Deckel erst aufdrehen und von innen das Loch reinmachen, weil sich das Plastik ein bisschen hochwölbt. Und wenn ihr das von innen reinstecht, dann habt ihr gleich so eine kleine Abtropfnase. Und da zeichnet sich jetzt das Multitool wieder aus, denn ich habe hier so eine kleine Stechahle. Die kann ich jetzt einfach reinmachen. Ja, ein bisschen noch. Ein bisschen reicht. Die Größe variieren. Ja. Aber Wasserfiltern ist auch keine schnelle Sache, sondern das dauert halt seine Zeit. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Das wird gleich dauern, aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Ne? Ja. Die Sonne steht noch hoch am Himmel. So, genau, jetzt machen wir hier noch die zwei anderen Löcher. Wie losen wir aus, wer dann das Wasser probiert? Oh, na komm, du hast letztes Mal Sprit getrunken. Bin ich diesmal so fair und trinke Brachwasser. Und dann werdet ihr später im Verlauf des Videos sehen, ob das Ganze vertragen wurde vom Magen oder nicht. Genau. Und das Thema, wie entleere ich meinen Darm? So, genau. Ich würde sagen, wir starten gleich mal hier, denn ich würde mit einer Schicht Gras anfangen. Ich glaube, das reicht schon. Ja, das sieht doch ganz so aus. Ich stopfe das jetzt schon mal ziemlich fest, damit das Wasser halt eine gewisse Zeit braucht, damit es durchkommt. Kohle von heute Morgen. Maya ist schon mal im Wasser und testet das Ganze. So, haben wir Sand? Ist ja nicht so, als wären wir gerade von einer Location gekommen, wo es extrem viel Sand gab. Wasser, Sand? Ja, das ist doch kein Sand. Ja, weiß ich. Aber ich wollte ja nur zeigen, was ich dir anbieten kann. Ich würde sagen, geh rein und Kohle. Anders kann ich jetzt nicht machen. Einmal mit Profis arbeiten. Im Fluss siehst du halt, ist Flusssand. Naja, den will ich doch. Naja, aber da musst du doch da. Deswegen habe ich doch den langen Spaten. Ach so, na das kann ja keiner wissen. Boah, ich fall gleich rein, ne? Ich würde dich ja halten, aber. Das sieht schon ganz anders aus. Das ist aber, glaube ich, Kies, ne? Wirklich Sand. Ja, na, da ist halt dunkler, ne? Aber es geht so in die Richtung. Ist halt keine Erde. Ist jetzt kein schöner Heller halt, ne? Machen wir mal hier so eine kleine. Und jetzt machen wir mal die Kohle hier rein. Aber die müssen wir halt ein bisschen zerbröseln, ne? Aktiv Kohlefilter. Ich bin echt gespannt, wie das Wasser schmecken wird. Bin ich aber tatsächlich auch. Und also zum Beispiel auch die Kohle. Schmeckt man halt, dass das so nach Kohle schmeckt? Ja. Oder schmeckt man noch den Fluss raus? Das kenne ich so, wenn man auch manchmal Wasser filtert, dass du halt so ein bisschen den, ich sag mal, den Untergrund rausschmeckst. Ja. Jetzt drücke ich das alles noch ein bisschen und oben machen wir noch mal ein wenig Gras drüber. So, alles noch schön zusammendrücken. Und jetzt können wir mal den Draht da reinmachen zum Aufhängen und uns mal eine schöne Stelle suchen. Man hätte die Löcher auch noch kleiner machen können, damit man gar nichts mehr durchkriegt. So. Also einen Schönheitspreis muss der ja nicht gewinnen. So, aber vielleicht seht ihr das nochmal, ganz unten ist das Gras drin, dann ist ein bisschen Sand drüber, dann die Kohle und zum Schluss nochmal ein bisschen Gras. Eine entspannte Höhe, sowas hier. Kann man ja immer noch justieren. Ja, ich würde das auch so machen. Ist halt alles improvisiert hier ein bisschen. Ha? Ja. Wenn wir jetzt hier mit Wasser rausnehmen, dann ist das Gefäß ja kontaminiert. Deswegen, wir haben ja noch ein bisschen mehr mit, würde ich den mal drunter stellen. Und dann hole ich mir einfach mit einer Flasche ein bisschen Flusswasser, weil dann haben wir auch nochmal den Vergleich von der Konsistenz oder wie es halt aussieht vorher und nachher. Ganz wichtig, auch beim Wasserfilter, ja, Standplätze müssen verdichtet werden. Dann hole ich mal ganz schnell eine Flasche. Pass auf, dass du da nicht reinplatscht, mein Freund. Also klar, ist jetzt ein bisschen aufgewirbelt an der Seite gewesen, deswegen ist es auch wahrscheinlich dreckiger als aus der Mitte. Aber da können wir gleich mal sehen, wie viel Schwebstoffe da rausgefiltert werden. Alles kriegen wir damit natürlich nicht rausgefiltert, ja, also vielleicht irgendwelche Schwermetalle und so nicht. Aber ich trinke lieber ein paar Schwermetalle in einer ernsten Situation, anstatt dann zu verdursten. Aber wir tun natürlich das Nötigste, was wir können. Machen wir das hier mal ganz langsam rein. Ist meiner Nach... Oh, ist zu schnell, guck mal.
Also normalerweise wäre jetzt so, dass es so leicht so tröpfelt, so pupp, pupp, pupp. Aber das hier ist ja... Das ist ja eine absolute Nullnummer. Wir lassen es mal kurz durchlaufen und machen schon mal den ersten kleinen Test. Klingt, als wäre auch jemand auf Toilette. Also ich würde sagen, der erste Durchgang hat definitiv nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier sind noch viel zu viel Schwebstoffe drin, das will ich definitiv nicht trinken. Das heißt, ich kippe das jetzt weg und wir probieren mal noch eine Runde, nachdem ich es jetzt verdichtet habe. So, ich habe jetzt abgesägt, dass ich hier unten eine gerade Fläche habe, damit ich hier ein bisschen verdichten kann. Definitiv langsamer. Krass, was das jetzt ausgemacht hat. Ja. Es ist jetzt richtig was drin. Man sieht oben, guck mal, ja, es steht richtig das Wasser drin. Also es ist jetzt auch genug drin. Ja, dann machen wir mal ein kleines Päuschen und warten, bis das durchgelaufen ist. Das funktioniert auf jeden Fall von der Durchlaufgeschwindigkeit jetzt schon deutlich besser. Ich kippe noch was nach. Und ich glaube auch, dass es deutlich klarer ist. Man könnte jetzt natürlich auch einfach mehrere Durchgänge machen dann. Oder vielleicht sogar mehrere Filterstationen aufbauen, dass man so ein kleines Kreislaufsystem sich irgendwie erarbeitet. Ist natürlich eher was, was man stationär macht, ja? Wenn man sich irgendwie ein Camp aufbaut, ein bisschen Ruhe hat. Naja, lassen wir mal laufen. Die zweite Runde sieht schon deutlich besser aus, aber wir gehen mal in die Sonne, damit ihr es besser erkennt. Boah, Leute, wie die Sonne knallt und mein Speckhaar glänzt. Das steht schon von alleine. Pass auf, du kippst gleich dein Wasser aus. Scheiße, 6 Tage lang unterwegs, da kann man noch ein bisschen verstrahlt aussehen. Also, sieht man das auf der Kamera so ein bisschen? Krasser Unterschied, oder? Also es ist auf jeden Fall ein Unterschied da. Das ist sicherlich noch nicht klar. Man könnte es noch ein paar Mal durchlaufen lassen. Ja. Und was man natürlich auch noch machen könnte, um auf Nummer sicher zu gehen, das Ganze abkochen. Aber wir probieren jetzt einfach mal. Wir machen erstmal, das ist wie bei so einer schönen Weinverkostung, so eine leichte... Machen wir jetzt einfach noch Wassersommelier? Nee, warte, Geruchsprobe. Du wirst gleich merken, warum. Probier du mal. Nur vom Geruch her. Ach du Scheiße. Es riecht halt nach Tümpel. Ja. Es riecht nach dem, wo es herkommt, aus so ein komisches Aber ich finde, hier. Und jetzt wirklich, ohne Witz, es ist ein leichter Hauch von Banane drin. Also jetzt, kein Scheiß. Oder? Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was das ist, aber so leicht fruchtiger Banane. Ich finde eher, dass es so ein bisschen wie Ostsee riecht. Also so in die Richtung, weiß ich nicht. Na, in diesem Sinne, Prost. Ob das an den Mineralien liegt, die hier drin sind oder so? Ich warte noch kurz, bis... Das unten angekommen ist, falls er sich gleich übergeben muss. Runter damit! Und? Es schmeckt so ein bisschen, da ist irgendeine Pflanze. Vielleicht liegt das am Gras. Ja, das liegt, glaube ich, am Gras, was wir gestampft haben. Weil ich finde nämlich tatsächlich, schmeckt es nicht nach Fluss. Nö. Weißt du, wie das schmeckt? In Prenzlauer Berg in Berlin bezahlt man 9 Euro für so ein Wasser, wo sie so ein bisschen Zeug reinmachen und ein Stück Eiswürfel. So schmeckt das. Gar nicht schlecht eigentlich. Also es bringt echt so ein bisschen Frische durch das Gras rein. Krass, es schmeckt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also ich habe jetzt, ich sag mal so, 20 Minuten sagt man ungefähr, dauert es, ja, bis unten ankommt und dann halt den... Okay. Dann machen wir uns jetzt einfach weiter auf den Weg, weil das war nur eine kleine Zwischenstation. Wir haben die Funkgeräte an. Ich wollte gerade sagen, vergiss nicht das Funkgerät. Wenn ich dir sage Notruf, dann heißt das anhalten. Und zwar unverzüglich. Wenn es drückt... Dann geht's weiter. Gut, nee, wir werden auf jeden Fall noch berichten, ob der Magen das vertragen hat oder nicht. Aber es schmeckt tatsächlich wirklich nicht nach Fluss, sondern nach diesem Gras. Finde ich ganz spannend. Geil. Ja. Und Banane. Das ist so ein leichter Bananengeschmack. So, wir sind jetzt gleich an unserem Übernachtungsspot angekommen. Es ist hier ein bisschen Offroad-mäßig. Klar, ist eine normale Straße, aber mit einigen Hügeln. Und Martin hatte gerade auch schon per Funk durchgesagt, dass es teilweise für seinen Bus schon ganz schön knackig ist bei den Schlaglöchern. Naja, klar schaukelt das bei mir auch. Ein Loch ist Loch. Oh ne, das war ein falscher Spruch. So, müssen wir mal gucken, wo wir uns jetzt hier genau hinstellen. Alter, übelstes Offroad. Na, waren ein paar Schlaglöcher dabei, ja. Aber ordentliche Löcher. Aber du hast es hinbekommen, ne? Du musst halt langsam fahren. Ja, du musst halt nur langsam. Aber die Bodenfreiheit hat er definitiv. Da habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe auch nicht einmal aufgesetzt, nicht einmal. Du hörst im Anschlag auf den Federn, ob er aufsetzt oder nicht. Noch nicht einmal, gar nicht. Es ist an der Zeit, ja. Wir sind jetzt wirklich 6 Tage lang unterwegs. Morgen ist der 7. Tag.
Und ich glaube, es wird Zeit für einen frischen Schlüpper. Meine Haare sind komplett fertig, die stehen von alleine. Guckt euch das an, da ist nichts drin. Ja? Und deswegen, wir haben ja schon in einem anderen Teil von Martin das Duschsystem gesehen. Und jetzt bin ich mal dran. Jetzt mache ich mich ein bisschen frisch. Die Sonne knallt richtig. Ich könnte eigentlich auch baden gehen da hinten. Aber ich zeige euch mal, wie ich mich theoretisch mit meinem Geh frisch mache. Und Martin macht einen kleinen Mittagsschlaf jetzt auch. Nee, ganz sicher nicht. Ich werde mich einfach von dir fernhalten, weil du stinkst, Junge. Nein, das ist ein Spaß. Das stimmt nicht. Nein, aber ich werde hier mir ein bisschen Ordnung reinschaffen, weil nur das Genie ist, Herr Obert, das Chaos. Ich mache mir nämlich wieder ein physikalisches Gesetz zunutze, und zwar die Erdanziehungskraft. Das ist meine Dusche und die kommt einfach hier drauf. Ich glaube, es ist ein wenig kalt hier drin, aber die Sonne scheint. So, der Sockentest. Nee, läuft. Man kann auch noch so einen anderen Test machen, und zwar, ob die Socke stehen bleibt. Naja, gut. Also die geht vielleicht nochmal. So, vielleicht sollte ich mir schon mal mein Handtuch gleich raussuchen. Aber erstmal ein bisschen nackig machen. Ja, schön barfuß in die Brennnessel rein. Hammer. So, hier haben wir das Handtuch. Frischer Schlüpper haben wir keinen mehr. Nein, Spaß. Und ich habe sogar Badelatschen mit. Brauche ich aber nicht. Ich latsche mit meinen Füßen ständig in irgendwelche Brennnesseln. When the sun rises. So, kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Ich bin ein richtiger Fuchs. Ich packe mir meine Isomatte jetzt hier einfach drunter. Weil dann komme ich nicht alle 5 Sekunden in diese Brennnesseln rein. So, Socken parat gelegt. Und jetzt kann das fröhliche Duschen losgehen. Oh. Haha, ha, es ist kalt! Schön, schön, ja, nee, macht Spaß. Macht Spaß, ist geil. Wichtig, man muss auch die schönen Stellen waschen. Aufs Gesicht. Und den Arsch! Ja, und Maya putzt neben mir ein Loch. Natürlich müssen wir hier auch ein bisschen mit Schaum gegenarbeiten, damit der grobe Dreck von mittlerweile 6 Tagen hier auch wieder abgeht. Natürlich, wenn ihr Shampoo nehmt, Leute, immer darauf achten, dass ihr biologisch Abbaubares nehmt. Gibt es überall, ja, im Internet oder bei irgendwelchen Outdoor-Geschäften, damit wir unsere Umwelt hier nicht zu sehr belasten. Der Bart muss auch mal durchgekämmt werden. Sorry, musste sein. Heieiei, jetzt wird es wieder kalt. Oh, warum ist das so kalt? Oh, schön, ja, schön. Aha. Ja. Ja. Leute, nach 7 Tagen kann man auch mal ein bisschen, weißt du? Da verliert man jegliche Hemmung, ihr könnt es mir glauben. Da kann man den guten Brokeback Mountain Effekt auch mal rauslassen. Aber ich muss sagen, das refresht mega. Das ist wirklich, es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint, aber es ist halt wirklich wie so eine kleine Wiedergeburt. Ein Traum. Wirklich gut, herrlich. Ich habe mir extra noch ein großes Mikrofaserhandtuch geholt. Generell, Leute, nutzt Mikrofaserhandtücher für sowas, weil das werdet ihr gleich sehen. In einer halben Stunde ist das Ding wieder komplett trocken. So, ich ziehe mich erstmal wieder an. Bis gleich. Die Ereignisse überschlagen sich hier gerade. Martin, was ist hier los? Ich muss ganz dringend mal weg. Gut, also Martin meinte gerade, das Wasser bekommt seinen Magen nicht gut. Er rennt schon. Dort hinten, er rennt. Scheiße. Ja, was soll ich sagen? Er meinte vorhin schon auf dem Weg hierhin, dass er leichte Magenkrämpfe hat. Ich merke nichts. Naja, warten wir mal, bis er zurückkommt und berichtet, was jetzt da los war. Vielleicht hat er das Wasser doch nicht so vertragen, das gute Prenzlberger Bananenwasser. Du guckst schon so. Das Ding ist halt, es ist alles safe soweit, aber das ist halt dieses Krampfen im Bauch, das ist, was halt mir klar sagt, okay, ich glaube, das Wasser sollte man nicht in Übermengen trinken, also das, was wir jetzt da hatten. Alles gut, jetzt ist raus, ich hoffe, dass jetzt Ruhe ist. Oh. Leben in der Lage. Ja. Thema tierische Notnahrung hatte ich ja schon angesprochen im Intro. Wir haben hier 4 Forellen besorgt. Und wir hatten ja auch schon in einer der Teile das Thema Angeln angesprochen. Und jetzt werden wir die einfach ausnehmen und dann nachher schön auf der Glut zubereiten. Die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, kennen das vielleicht schon. Da haben sie schon mal gesehen bei dem Video Survival Training. Da haben wir schon mal Forellen ausgenommen. Und jetzt ist es wieder Zeit. Martin, Messer hast du am Start? Scharf hoffentlich? Ich hoffe es. Genau kann ich das nicht sagen, aber ich hoffe es einfach.
Tür mal raus. So, noch ein bisschen. So, das sieht gut aus. Und fertig ist so eine geputzte Forelle. Ja, wenn man das ein bisschen öfter macht, dann dauert das auch wahrscheinlich irgendwie nur 30 Sekunden, bis man es durch hat. Aber das geht hier nicht um Schnelligkeit. Also ich bin der Meinung, dann lieber langsam, aber dafür hast du halt das Fleisch nicht versaut. Genau. So sehe ich das. Man sieht ganz, ganz fein diese kleinen Haken und es tut auch richtig weh, wenn du da rankommst. Also jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das hat keine Zähne. Nö, nee, das ist krass. Zähne, ja, sieht man auch gut gerade durchs Licht. Au, ich hänge geblieben. Krass. Und die kriegen auch relativ weit das Maul auf, das ist auch krass. Ist so doppelt gekettet hier so. Ja. Absolut. Und die ist jetzt auch fertig. Super. So, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Eier drin. Ja. Und jetzt würden wir sagen, aber die kann man tatsächlich auch essen. Das ist auch halt einfach nur Eiweiß. Drin. Mit auch nur nach Fisch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon mal gegessen habt? Oder ob ihr es essen würdet? Schmeckt einfach ekelhaft. Das ist aber... Aber es schmeckt nicht nach Fisch oder sowas? Doch, finde ich. Nein, gar nicht. Was auf jeden Fall ganz spannend ist, also ich habe vorher noch nie Kaviar oder so einen Scheiß gegessen, so Fischeier, aber es ist halt, es ist flüssig. Ja, na klar. Es ist kein, nicht hart oder so zum Kauen, sondern es ist halt Flüssigkeit in kleinen Bällchen drin, ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Bubble Tea. Ja. Mich absolut. Auch, ja. Schmeckt nur nicht so. Wir machen erstmal weiter. So, die Fischis hängen hier erstmal kurz ein bisschen am G. Die werden nachher noch in Toilettenpapier eingerollt und dann ein bisschen gewässert und in die Glut gepackt. Aber ihr hört schon, Glut, das heißt, wir brauchen erstmal ein Feuer, wir brauchen Feuerholz und wir brauchen erstmal ein bisschen Zeit, die vergeht, damit wir ein schönes Glutbett haben, wo wir die nachher drauflegen können. Also, wie sollte es anders sein? Es ist wieder Zeit für die Säge. Fritz, du darfst nicht vergessen, der Mensch ist in so einer Situation der größte Feind und das größte Problem. Und ich will nur sicher gehen, dass wir heute Nacht nicht überrascht werden. Und wenn ich mich nicht täusche, sind da drüben Leute. Marlin ist der beste Schauspieler auf diesem Planeten. Nein, da drüben sind wirklich Leute. Ja. Das ist kein Witz. Ah, ist ein Kerl und eine Rothaarige. Na dann lass hin da. Sorry, aber ich muss los. Ja, ich muss auch los, aber ich nehme noch was mit. Und zwar das gute Stück hier. Ja, ganz wichtig, Leute, auf dem ersten Date müsst ihr immer das richtige Werkzeug dabei haben. Ja, Marlin lacht, es ist aber halt wirklich so, ne? It's funny, cause it's true. Also während Marlin da drüben weiter irgendwelche Menschen beobachtet, kümmere ich mich mal um die wesentlichen Dinge, ums Feuerholz. Ja. Wir nutzen gleich den Platz hier, erweitern den noch ein bisschen. Nee, wir testen erstmal, wo der Wind kommt. Sonst habe ich die ganze Buchte wieder voller Rauch. Du testest, wo der Wind ist und ich hole jetzt endlich mal Feuerholz. Mein Gott. So. Es geht wieder los. The same procedure as every evening. Nee. Meinecke. Freunde, ihr müsst halt denken, es müssen halt kompakte Stücke sein, sonst müsst ihr euch noch blöd schneiden. Guck mal, hier ist es zum Beispiel so, immer so. Ja, das ist halt, ja. Eins, zwei, super. Man muss dabei unglaublich sexy aussehen, das ist richtig. So, easy. Bam! La mon papille, muy bien passiert. Praktisch, wenn das gleich in so einer schönen Höhe ist. Ja. Wenn die so leicht durchgehen, dann brennen die auch nicht lange. Nee. So, die Sonne ist fast untergegangen und es kommt sofort irgendwelches Viehzeug hier am Wasser. Haben wir die letzten Tage nicht, deswegen erstmal schnell Feuer anmachen, damit wir ein bisschen Rauch haben, damit die hoffentlich schnell verschwinden. Einem Schlag dreifach geteilt. Das muss man auch erstmal schaffen. Folgende Situation. Ihr seht, unser Feuer will nicht so richtig. Und ich habe so eine Befürchtung, woran das liegt. Wir nehmen uns einfach mal so ein Stück hier. Und schaut mal, das Holz ist so, ja, wie so porös, könnte man sagen. Wenn man hier mit dem Fingernagel lang geht, dann kommen schon so kleine Späne. Und man sieht auch hier, dass schwammig. Es so ein bisschen... Es wirkt wie ein Schwamm. Genau, schwammig ist, dass man es auseinanderbröseln kann. Ja. Und auch hier sieht man, dass, glaube ich, so ein bisschen pilzig irgendwas drin ist. Ja. Und hier habe ich jetzt mal ein anderes Stück von dort drüben geholt. Und hier merkt man richtig, wie das richtig hart ist. Das fühlt sich jetzt wie Holz an plötzlich. Ja. Ja, das ist glaube ich schon besser.
Aber es ist nicht nass. Es muss irgendein Pilzbefall gewesen sein oder weil es im Wasser lag oder irgendwas. Also von daher. Da haben wir jetzt hier was Neues reingelegt. Ja, ist krass. Und der brennt sofort. Ich sehe es auch. Ja. So, Martin hat gerade eine kleine Midlife-Crisis, weil er gesehen hat, dass Bear Grylls irgendwie schon übelst alt und faltig ist. In diesem Sinne hole ich jetzt erstmal hier die Forellen. Im Hintergrund schöner Sonnenuntergang. Werden die auf jeden Fall nicht alle mit Eimer machen können. Erstmal zwei und dann nochmal zwei. Leute, ich sage euch eins, geht raus, erlebt Abenteuer, genießt die Zeit. Gammelt nicht zu sehr euer Leben. Ja, schon, immer so. Ach, okay. So, ja, das reicht schon. Dann fangen wir an, die mal hier schön einzuwickeln. Ja. Tut, als hätte es irgendwie eine Verletzung. Wir müssen die jetzt quasi retten mit einem Druckverband. So. Das soll schmecken? Leider. Eine Forelle in Klopapier? Klar. Also, sie dient ja dafür, dass die halt nicht komplett verbrutzelt. Ja, aber es ist Toilettenpapier. So. Und jetzt packen wir die hier einfach schön so drauf. So, wie lange? Bauchgefühl, ja. Wir haben ja hier Francesco, den alten Koch wieder dabei. Francesco sagt, buongiorno. Ah ne, servus. Es ist egal, ich bin hier, ich kann euch sagen, ob es schmeckt oder nicht schmeckt. Keine Probleme. Ja, nach 6,5 Tagen ist es gar nicht so einfach, mal schnell in die Rolle von Francesco zu fahren. Ich weiß gar nicht, ist Francesco eine Franzose oder eine Italiener? Das weiß ich immer nicht. Aber, ach nee, lèche mon cul, wir Franzosen essen alles. Oh, au revoir heißt das und bon appétit. In diesem Sinne lassen wir jetzt ein bisschen die Forellen hier mal durchbrutzeln. So, dann drehen wir die guten mal. Sehr schön, sehr schön. So, so, hier schön die Glut wieder ranmachen. Dann gucken wir mal, ob das was wird hier. So. Machen wir lieber den Schwanz hin, weil der ist gerade abgeschmiert. So. Das Problem ist, Leute, bei dem Holz, die Glut war irgendwann nicht mehr so richtig schön. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ich wollte gerade sagen, schneid einfach mal rein. Schneid den einfach. Oh. Eieiei. Okay, pass mal auf. Das ist hier schon. Das sieht richtig, richtig gut aus. Gut? Ja, das ist gut, ja. Du merkst auch schon, dass es sich einfach löst. Mhm. Und du dann nicht einen Moment länger, dann ist er nämlich fast trocken jetzt. Geil. Also das mit dem Klopapier hätte ich nie und nimmer gedacht, dass das funktioniert. Da verbrennt halt das Außen nicht. Ja. Und das ist extrem zart, du kannst wirklich so rauslösen, ne? Ja, das ist wie Butter. Wie sich das einfach von dieser Grete löst. Ja, das ist ganz zart, lässt sich du ganz leicht lösen und schmeckt gut. Ein bisschen Zitrone, aber das ist schon geil. Ja, das habe ich auch überlegt. So eine Zitrone drüber noch, ein bisschen Salz, Pfeffer. Aber trotzdem sehr lecker. Boah, ey. Das ist nochmal was anderes, wenn du die selbst über der Glut machst, ne? Und vorher ausgenommen hast, ja. Das ist halt ein ganz anderes Feeling. Und wenn dabei noch das Feuer brennt, Hammer. Oben die blaue Stunde ist und man hier links einfach diesen Ausblick zum See hat, Leute. Ein krönender Abschluss, anders kann ich es nicht sagen. Zeit fürs Bettchen, der Magen ist richtig vollgeschlagen. Jeder hat zwei Forellen gegessen, wir haben noch schön gequatscht, haben vorher ein bisschen das Ganze ausklingen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Guten Morgen. Sieben Tage gehen zu Ende. Wir haben einiges über die Fahrzeuge kennengelernt und werden jetzt auch in den nächsten Wochen noch einiges umbauen. Das heißt, eins sollte klar sein, beide Kanäle abonnieren, dann verpasst ihr auch die weitere Umbauserie nicht mehr. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, was sollen wir gemeinsam für ein neues Projekt starten? Worauf habt ihr Bock? Lieber wieder Einzelprojekte oder wieder eine größere Webserie? Und deswegen würde ich sagen, letztes Wort geht an. Survival Martin. Ich hab euch lieb. Fritz, danke, war schön. Oh, wie emotional. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.